Irgendwann brauche ich die.
finde ich schön. Willkommen zurück. So, schauen wir, was wir hier haben. Fehler, Daten unvollständig. Fehler, Drohnenfeed nicht verbunden. Ich weiß, dass Tiden dich aufgewühlt hat, aber wir haben noch ein Problem. Ist Beta oder der Anlage etwas passiert? Werden wir dich irgendwie nach Gemini bringen können? Die Anlage ist fertig. Das Problem ist Hephaestus selbst. Er hat sich stark im Brutstätten-Netzwerk ausgebreitet und wird immer mächtiger. Aber mit den wiederhergestellten Unterfunktionen können wir es immer noch schaffen, oder? Korrekt. Aber Hephaestus zu absorbieren, wird länger dauern, als wir bisher angenommen haben. Und wie lang? Sogar mit meiner Omega-Freigabe schätze ich, dass wir 35 Stunden brauchen werden. Und mit jeder Stunde wird es wahrscheinlicher, dass die Zeniths uns entdecken. Zwei Kerne. Zwei Überbrückungen. Was, wenn wir die Verschmelzung von zwei Elisabeth Sobel-Klonen mit Omega-Freigabe durchführen lassen? Wie lange dauert es dann? Halb so lang? Hephaestus wäre auf zwei simultan agierende Betreiber nicht vorbereitet. Außerdem würde die Effizienz durch Synergie gesteigert. Berechnung läuft. Die Verschmelzung würde etwa 4,5 Stunden dauern. Okay. Baal, es sieht aus, als brauchten wir Beta bei Gemini. Meinst du, du kannst sie überreden? Ich weiß es nicht, aber ich versuch's. Was ist mit der Ablenkung und den Impulsgeneratoren? Ein letzter Test steht noch aus. Ich bin sicher, dass die Zeniths nichts von unserer Aktivität bei Gemini erfahren, wenn ich in die Nähe anderer Brutstätten feuere. Gut. Solange Erend einen bedienen kann, ohne sich selbst zu erschießen. Aloy. Mach dich besser auf den Weg. Betas Zustand ist schlecht. Okay. Ihre Gesichter also mit etwas namens Make. Da ist sie ja. Wie ich höre, war es schön in Theben. Irre Lava. Ich kann nicht klagen.
Ich werde es mir für meine nächste Reise merken. Immerhin habe ich alles, um Hephaestus zu kriegen. Gut, dass meine Ausrüstung bereit ist. Ich muss jetzt gehen. Sobald wir zu den Brutstätten aufbrechen sollen. Ich sag dir dann Bescheid. Willkommen zurück. Schön, wieder da zu sein. Kennst du schon unseren Quen-Gast? Ich konnte kaum mithalten, als sie sich die Basis anschaute. Val gab ihr einen neuen Fokus. Aber als er ihr sagte, dass sie frei auf all unsere Daten zugreifen darf, wurde sie so bleich, dass ich dachte, sie wird ohnmächtig. Wir haben ihr das Archiv gezeigt, damit sie es nutzen kann. Seitdem hat sie es nicht verlassen. Klingt nach Alva. Ich muss jetzt weiter. Ja, du hast die Omega-Freigabe. Das heißt, wir können bald Hephaestus jagen. Meine Ausrüstung ist bereit. Aloy! Bei der Arbeit, verstehe. Es ist einfach so viel. Ich meine, wir wussten, dass künstliche Wesen den Ahnen gedient haben, aber Gaia? Oh, sie ist erstaunlich! Und du, eine echte Reinkarnation einer Ahnen. Im genetischen Sinne natürlich, nicht wie der CEO in den letzten Tagen. Und da draußen sind noch weitere Ahnen. Zurückgekehrt von jenseits der Sterne. Sicher, sie versuchen uns zu töten, was nicht so toll ist. Und Eric Visser ist bei ihnen, was verstörend ist. Und dann ist da noch Hephaestus und... Okay. Wie wär's, wenn wir eins nach dem anderen machen? Du hast recht. Ich schulde dir auch eine Erklärung für alles, was geschehen ist in Landfall. Ich muss los, aber wenn du irgendwas brauchst... Ich möchte dir nur helfen, deine Mission zu erfüllen. Der Plan, von dem Gaia berichtet hat, zur Ergreifung von Hephaestus, bringt wieder alles in Ordnung? Hoffentlich. Dann werde ich tun, was ich kann. Versprochen. Aloy, sei gegrüßt. Wir wissen über unsere Mission Bescheid und sind bereit, wenn du zu Gemini aufbrechen willst. Ich muss jetzt los. Lass dich nicht von mir aufhalten. Er hat die Tür wohl entriegeln können.
Aloy. Ich hab's versucht, aber es ist unmöglich. Nichts kann sie umstimmen, fürchte ich. Wir haben keine Wahl. Viel Glück. Beta, du musst mit uns kommen. Es geht nicht anders. Es ist nur eine Mission. Die wichtigste. Wir brauchen dich. Warum willst du nicht helfen? Was ist, wenn... Was, wenn sie mich wieder mitnehmen? Allein in eine Zelle stecken. Eine Sklavin. Für immer. Wir haben einen sicheren Plan. Und du hast bei ihm geholfen. Ohne dich dort werden wir höchstwahrscheinlich von den Zeniths entdeckt. Aber mit dir ist das Risiko viel geringer. Wir holen Hephaestus, hauen ab und kommen wieder her. Das klappt schon. Nein, das kannst du nicht wissen. Ich habe dir von Anfang an gesagt, dass wir sie nie schlagen. Keine Chance. Peter, lass mich in Ruhe. Du verstehst nicht. Das stimmt. Das tue ich nicht. Wir haben dieselben Gene, dieselben Gedanken, dasselbe Herz. Warum kannst du nicht die Stärke aufbringen, das Nötige zu tun? Wie es Elizabeth würde. Glaubst du, darüber hätte ich nicht nachgedacht? Ich weiß nicht, welcher Teil von Elizabeth mir fehlt. Ich weiß nicht, was du hast, das mir fehlt. Ich habe alle Daten von deinem Fokus angesehen. Du warst eine Ausgestoßene, gemieden und isoliert, genau wie ich. Was ist der Unterschied? Was ist bei mir kaputt? Peter, du bist nicht kaputt. Peter, schau, dir fehlt kein Teil von Elizabeth. Der Unterschied ist, ich hatte ihn. Rost, er hat dich aufgezogen und trainiert, war aber nie liebevoll oder nett. An dem Tag, an dem er starb und dir diesen Anhänger gab, da wollte er dich verlassen. Der Stamm sollte meine Familie sein. Aber dann gab er sein Leben für meins. Er liebte mich auf seine Weise. Und das hat gereicht. Wie war das für dich? Es war, als wäre immer eine Stärke um mich gewesen. Und ist es noch. Sogar jetzt kann ich seine Stimme hören, wenn es eng wird. Erscheint es unmöglich? Sieh genau hin. Kämpfe, als könntest du gewinnen. Nicht auf die Mission. Wir finden einen Weg. Ich gehe mit. Wie du sagst, die Chancen stehen gut mit mir. Wir müssen es schaffen. Aber du musst mir eine Sache versprechen. Ja, sicher. Wenn es schief geht, wenn die Zeniths uns finden, ich will nie wieder ihre Sklavin sein. Verstehst du das? Okay. Versprochen. Versprochen.
Ich brauche viel Zeit, um mich auf die Verschmelzung vorzubereiten, damit sie so effizient wie möglich wird. Bin bereit, wenn du es bist. Ich schwöre. Zu mir und sag Bescheid. Dann sollen sich die anderen auf die Mission vorbereiten. Sei gegrüßt, Aloy. Hallo, Aloy. Hey, Gaia. Also, Beta und ich, du hast bestimmt alles gehört. Ja. Die Komplexität menschlicher Beziehungen beeindruckt mich immer wieder. Trotz der unangenehmen Umstände, die zu eurem Streit führten, freut es mich, dass ihr beide eine annehmbare Lösung gefunden habt. Tja, zwei Köpfe sind besser als einer, oder? Ja, ich glaube schon. Bist du bereit, zur Brutstätte Gemini aufzubrechen? Oder wir setzen unsere Konversation fort, wenn du magst. Okay, Leute. Zeit loszugehen. Ich rufe alle zusammen. Verbindung hergestellt. Fahre hoch. Beta, Aloy. Ich bin auf diesem Kern installiert und bereit, mich mit dem Brutstätten-Netzwerk zu verbinden. Schön, deine Stimme zu hören. Aaron, alle zusammen. Feuert eure Impulse und macht sie platt. Bin an der Brutstätte. Das Ding, es blinkt. War das richtig? Bin in Position an meiner Brutstätte. Mein Impulsgenerator blinkt auch. Also funktionieren sie. Ich bin ebenfalls an meiner Position. Und meins auch. Alles klar. Kein Mucks mehr, bis ich das okay gebe. Ich bin raus. Gaia, schnappen wir die Bestie. Ich verbinde mich jetzt mit dem Brutstätten-Netzwerk. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe. Elisabeth Sobek, Alpha Prime. Aktiviere Omega-Freigabe.
Freigabe bestätigt. Initiiere Eindämmungssequenz. Kritische Bedrohung erkannt. Dringend Eindämmung entgehen. Stärke gegen Maßnahmen. No! Ausschalten! Kappe externe Verbindungen. Es klappt! Er kann nirgendwo hin! Ergreifung schicken vor. Initiiere Eventualfall 13F. Halt, was ist das? Malware entdeckt. Versuche Entfernung. Eindämmung. Ein Riss? Ja. Anlage aktiviert. Starte. Autonome Verteidigung. Anweisung neutralisieren. Also sind Maschinen auf dem Weg. Na! Da kommen sie! Val, bleib hier und beschütze Beta! Okay. Sei vorsichtig! Bleib weg! Zurück!
bereit für dich. Seid ihr beide okay? Alles okay. Aloy, Hephaestus kann nicht entkommen. Aloy, Hephaestus kann nicht entkommen, aber er ist tiefer in die Anlage geflohen. Ich werde ihn wieder hertreiben. Ich repariere in der Zwischenzeit den Kern. Schütze sie, Baal. Mit meinem Leben. Finden und ihm aus einem Versteck scheuchen. Wo immer er ist, er muss in den Kern zurück. Das kommt für später zum Vorrat. Oh nein, so nicht, Hephaestus! Ich finde einen anderen Weg rüber. Mich in deinen Fokusfeed geperscht. Du solltest wissen, dass in der nächsten Kammer ein enormer Stromverbrauch herrscht. Danke für die Info. Ich bin fast da. Das ist eine Art Produktionskammer. Hephaestus plant irgendwas, keine Frage. Was für eine Maschine versucht er zu bauen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es verhindern. Die Metallträger führen mich zu seinem Materialvorrat. Ich wette, da versteckt sich auch Hephaestus.
gibt ja wohl zwei Wege. Oh, das klingt gar nicht gut. Aloy, ich konnte die meisten Bauteile neu verbinden, aber... Der Energieprozessor, der ist kaputt. Wir können keinen neuen herstellen, also kann ich den Kern nicht reparieren. Okay, mal sehen. Was, wenn du den Prozessor umgehst? Verbinde ihn mit... Dem Energieknoten. Das könnte klappen. Ich glaube auch. Den du überbrücken kannst, bei der mittleren Plattform. Danke. Aber ich sollte mich erst um die Maschinen kümmern.
Maschinen. Beta! Hephaestus lässt mich nicht an den Knoten. Irgendwelche Ideen? Ich schau mal nach. Thank you.
Extraktionsprotokoll Alpha starten. Geschützpaket 9. Laden. Mal sehen, was ich damit machen kann. Konnte Herr Festes die Kontrolle entziehen. Du solltest ihn jetzt überbrücken können. Sehr gut. Danke. Sei er in eine andere Kammer geflohen. Tja, er sollte sich nicht zu gemütlich machen. Na toll. Der Gang ist voller Plasma. Ich muss da irgendwie rüber. Hey, Loi! Es kommen mehr Maschinen! Bitte sag mir, dass du bald fertig bist! Ich arbeite daran. Hier sind auch ganz schön viele Maschinen. Ich glaube, Erin verpasst was. Aloy, ich komme hier ganz gut voran, aber ich brauche etwas, das das Schaltmodul zusammenhält. Ein Gelenkband von einem Maschinenkadaver? Ja, oder etwas leuchtendes Geflecht. Und dann mit einem Umwandlungszylinder verstärken. Für verbesserte Konnektivität. Ich glaube, wir schaffen das, Aloy.